1, 81 in Portugal, wer hätte das gedacht? Gruppe. Morgen. Morgen. Wie gefällt es dir denn in Ebola? Also ich finde es hier sehr schön und ich suche immer noch ein kleines Geschäft ohne Wasservorräte. Ah, Kessler hat keine Wasservorräte. Das ist übel, das ist ganz übel. Sehr schön, ja. Hast du ja auch ausgesucht, Kessler. Kessel, wo bist du denn jetzt hochgekrabbelt? Also wir sind jetzt auf den Turm von der Kirche in Evora und wir haben einen von der Kathedrale von Evora, ja? Ja. 1750 fertiggestellt. Dafür sieht es immer noch gut aus. Gut erhalten. Hochgekrabbelt? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich jetzt so gefreut, dass es jetzt eine Glocke gibt, aber es war nur einmal. Der Platz Lácio del Collegio. Wie hat euch die Runde gefallen? Deutscher Tourist im Vordergrund. Thank you.
Wo seid ihr denn jetzt eigentlich, sagt mal? Castle of Evora Monte. Castle of Evora Monte. Ihr müsst aber auch auf jede Burg hochkraxeln, wa? Naja. Schlimm. Na, da kommt man. Castle in Portugal. Wo bist denn jetzt Schönes? Ja. Mit schönen Schleifchen und einen fantastischen Rundblick. Ein fantastischen Rundblick. Das Gebiet rund um Evora Monte. Habt ihr Familie Otschen schon gesehen? Ja. Na, Frau Otschen ist ja schon mal da, das ist gut. Frau Otschen ist da, dann ist Herr Otschen auch umgedreht. Film, ihr werdet gefilmt. Gunther fällt immer runter. Du willst nach Madeira funken? Ja, ich hab mein Kumpel gesagt, er soll mit der Brandenburg-Fahne wehen. Uhr, sonst macht der Pool zu. Thank you.
Bootsausflug, 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 Bootsausflug. So, das ist unser Boot und das ist der See. Und jetzt sind wir auf der Isla Dorada. Simone natürlich, Simone. Die Müritz ist auch dabei. Die Müritz ist heute auch ausnahmsweise dabei. Wahrscheinlich ist es normal ein Erholungseffekt da oder irgend sowas. Ist ja genauso wie sie da in die Klima. Der kommt gleich her, weil wir fast keines von haben. Ne? Reisegruppe. Das sagt man auch da unten. Wärme, Wärme, Wärme. Da oben ist ein Teil von. Stonehenge-Bewunderer, was ist denn jetzt mit Stonehenge hier? Ja, leider vorübergehend geschlossen, toll. Das ist aber echt super.